Reviert, meine Freunde, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge hier von der Swapper Agro Vierfach-Map. Tja, wie angekündigt, haben wir vorgespult und tja, wir haben jetzt doch schon fast alle Felder wieder erntereif. Das heißt, wir kommen gar nicht dazu, nochmal zu düngen, sondern können oder müssen gleich in die Ernte gehen. Wobei rein theoretisch könnte man trotzdem noch düngen. Machen wir das auch in... Na, egal, wir wollen ja die hohe Ausbeute haben. Deswegen... werden wir... trotz allem noch mal schnell mit der Düngespritze drüber fahren. Mit dem Düngerstreuer meine ich. So, auf jeden Fall hier ist erstmal freigeräumt. Der Mats mit dem Kipper ist auch schon wieder unterwegs Richtung Richtung dem Kieswerk. So, und wir machen jetzt, auch wenn es eben nicht so realistisch ist, aber es ist jetzt erstmal egal, einmal schnell düngen. Oh, das war wieder komplett daneben gezielt. Es ist halt so, wir haben hier ja keine Fruchtzerstörung mit drin, also geht das einigermaßen. Wir werden anfangen bei den Feldern 10 und 11, weil da ist es, da haben wir Körnermais drauf, den können wir dann ja auch gleich ernten. So, düngen auf der 10. So. Wo ist da der erste Punkt? Also wir können ja einfach sagen, beginnen am ersten Punkt. Dann macht der das schon. So, und wir machen hier, haben wir eigentlich, doch das Maisgebiss steht da, wollte ich gerade sagen, haben wir eigentlich ein Maisgebiss. Runter. Und dann können wir ja im Grunde schon mal, langsam, den Start klar machen für die erste Maisernte. Wir können aber noch mal ganz kurz reingucken, ob der wirklich auch ja, wird dunkler. Gut. Dann klappt das. Wir können im Grunde hier dem schon sagen, ne, wie war das so, wir fahren hoch runter, du lehnst dich da an und los. Dazu brauchen wir dann selbstverständlich einen Abfahrer, Abfahrer 10-11. Manuel der Lexion, ja. Und los geht's. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier mit einem Abfahrer auskommen müssten. So, das ist hier das Rausfahren, ja. Gut, dann mach du auch mal deine Arbeit. Und wir gucken mal kurz, wie es denn unseren Tieren geht. Ja, bei den Schweinen ist die Sauberkeit nicht wirklich gut. Die Kühe brauchen Kraftfutter, Silage. Ja,
geht alles. Oh, gucken. Und der Mats ist da. Wer? Halt. Da wollen wir hin. So. Einmal hier hin. Dankeschön. Dann kann der gleich wieder zurückfahren. Und wir können dann auch endlich unsere Schafe beim Fleischer abliefern. Die stehen ja da schon die ganze Nacht im Grunde vor der Türe rum, weil da ja zu gewesen ist. So, guck mal. Du fährst los. Du fährst auch los. Können wir gleich auch mal gucken. Waren irgendwie noch 6 Stück hier. So, dann kriegst du hier den Schafsverkauf Kurs bzw. Umlaufhof Schafe Fleischerei Transport, losfahren, weiterfahren, am Ende anhalten. Und Dankeschön. Oh, das überfahr mich doch nicht. So, jetzt haben wir 30 Stück hier. Das ist schon mal sehr schön. Aber hier ist auch schon wieder alles voll, bis auf hier. Gut, da müssen wir also auch mal mit dem Flachbett dann hier antanzen, um das alles wieder wegzuräumen. Aber wir können mal gucken, wie weit denn unser Logistiklager ist. Komm, hier hin. Ist das fertig? Ich glaube, das ist fertig. Oh ja, das Tablet müssen wir auch laden. Aufbau Logistiklager. 93%, noch nicht ganz, aber es sieht schon mal gut aus. Ja, oh, und der ist fertig. Das war die 10, dann geht es jetzt weiter düngen auf der 11. Runde genauso starten am ersten Wegpunkt. Das schaffst du schon und los geht's. So, was können wir denn noch machen? Wir können mal bei unseren Sägewerken vorbeigucken. Ups. Keine Brennstoffe. Viele Brennstoffe. Hier ist dann na klar nicht weitergearbeitet worden. Nee, nicht so gut. Aber Holz haben wir noch. So, dann guck mal, wir haben den hier. Dann macht der sich einmal auf zum Sägewerk Nummer 1. Transport. Dann können wir da gleich die Hackschnitzel umfüllen. Dann ist das auch erledigt. So. Und? Na? Das ist der Mats hier. Dann laden wir nochmal auf. Kann der auch weiterfahren. So, dann geht das weiter. Nächstes Sägewerk. Da wird noch gearbeitet, so wie sich das anhört. Und aber hier stehen jede Menge Holzpaletten. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Aber hier scheint auch nicht mehr wirklich viel zu sein.
7000 noch was. Und halt 392, gut, da müssen wir definitiv nichts machen. Und dann müssen wir hier auch rum und die Hackschnitzel umfüllen. Wobei hier haben wir über 20.000. Ja, ist nicht ganz so viel, aber das kriegen wir auch alles hin. So, du bist hier am Dreschen, so wie es aussieht. Na, gehst du weg. Das blenden wir mal aus. Gut, ja, was können wir denn machen? Wir haben nichts mehr. Der ist unterwegs. Der ist weiter hier noch am Düngen. Der... doch, wir können hier mal gucken. Was denn hier ist? Ja, da müssen wir demnächst mal ein bisschen Biogas ranholen. Ist auch noch nicht so wirklich. Dann nächster Blickpunkt. BGA, ja, muss alles, wenn der Tag neu ist, hier die Nacht gelaufen ist, muss man so viele Sachen gucken, was denn hier gerade Phase ist. Guck mal, hier ist zum Beispiel keine Biomasse mehr, das heißt, wir müssen Silage hier ranbringen. Auf jeden Fall. So, aber ein Matz ist angekommen. Tiere ausladen. Und weiter geht's. So, na gut, du bist jetzt hier. Dann drehen wir dich einmal manuell kurz um. Der Optum ist auch da. Ja, jetzt geht's dann gleich wieder richtig los. Kommt gerade nichts, nehmen wir mal die kurze Abkürzung im Kreisverkehr. Zwar nicht so wirklich richtig, aber Not macht erfinderisch. So, jetzt müssen wir nur mal... Helfer Goofy wird durch ein Objekt blockiert. Das ist ja gar nicht gut. Und wieso muss man das kapieren? Fahren wir den mal weg. Was hast du für ein Problem? Mach doch einfach weiter. Oh, jetzt kommen wir hier wieder in Stress. Der ist fertig. Dann geht das weiter auf die 14 muss gemacht werden. Düngen 14. Wieso? Kapiere ich nicht. Lassen wir den mal abtanken kurz. So, Abfahrer, jetzt müsstest du eigentlich wegfahren. Komm, wegfahren.
Dann gucken wir mal, ob der mit dem Helfer weiter. So, gut, der ist am Düngen. Wo waren wir denn stehen geblieben? Genau, hier. Ich wollte noch mal ganz kurz gucken, wo es denn jetzt wichtiger war. Das ist beim normalen Beton. Da war es noch genug. Gut. Dann. Oh, kein Platz mehr für Wolle. Ah, und der Helfer wird schon wieder blockiert. Mann. Gut, müssen wir uns alles in Ruhe angucken gleich. Besser gesagt, morgen in der nächsten Folge. So, ich will jetzt nur noch den schnell abkippen und den gleich wieder losschicken. So, wir haben Gravel hier drauf, also Split. Der kommt hier hin. Na, komm, Abladesymbol, dankeschön. Jo, ich schicke den gleich weiter wieder zurück und wir sehen uns dann morgen wieder zu einer weiteren Folge hier von der Swapper Agro. Bis dahin, macht es gut und das Vedanya.